langsam wird's unheimlich. Ja, und dann bin ich hier gefangen. Ach nee. Schau mal eine an. Ich kehre wieder zurück. Dann bin ich hier. Da war ich. Da war ich. Gibt's hier irgendwas? Nö. Dann laufe ich wieder zurück. Ich versuche einfach nur logisch Schlussfolgerung zu erzielen. Hier komme ich nämlich auch zurück. Das ist das komische Schalterraumrätsel. Confused? Nein. Und dann kann ich hier zurück. Das ist alles zurückgehbar. Okay, aber... Nein! Ich mal wieder... Bin ich hier? Hier was noch machen? Das ist mein Kack, kann ich jetzt ziehen. Ist das ein Hinweis? Ach. Aha. Ich weiß zwar nicht, warum und wieso und weshalb und warum ich hier hätte herkommen können, aber ich sollte genau hier runter. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Darauf muss man erstmal kommen, dass man so weit zurücklaufen soll. Nur wenn man eine Angel hat. Okay. Okay, da komme ich irgendwie nicht ran. Oh, ich kann mir selber Feuer machen. Vergiss es. Das war wieder der Herobein, glaube ich. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt wieder ein Stück weitergekommen im Spiel. Okay. Ich soll das auf jeden Fall darüber holen. Ach, Mensch. Ach, komm. Das ist ja nur Fingerspitzengefühl. Ich muss hier auf diese Seite schieben. Ha. Nein, da sollst du... Nein. Na, oh. Okay, es ist schwieriger, als man denkt, ein Minecart in so ein Loch rein zu buxieren. Und fertig. So, noch eins. Nein, das war irgendwie, das ist irgendwie schlecht. Vielleicht kriegt es diesmal besser so zu Fuß hin. Das ist immer so ein bisschen schwierig, denn man darf immer, man muss immer ein bisschen stupsen. Bisschen stupsen. Nein. Genau. Genau.
Und jetzt ein bisschen hier stupsen und ein bisschen da stupsen und ein bisschen hier stupsen. Und da sollst du hin. Oh, nicht zurück. Das ist mir einfach... ein bisschen zu heikel alles so. Na toll. Ihr habt das nicht gesehen. Ihr habt nichts gesehen, ne? Ihr wisst ihr doch so. Okay, jetzt ist wahrscheinlich hier die Tür offen. Trotzdem habe ich da noch einen Minecart, das ich irgendwie zurück möchte. Und eine Kiste drin hat. Das ist ein bisschen heikel hier. Okay, das Problem ist, selbst wenn ich das jetzt habe, dass nicht zu mir rüberkommt. Ah, jetzt. Gut, ich habe es doch geschafft. So, und jetzt geht's weiter. Nein, lass das Minecart in Ruhe. Ein Minecart-Rätsel. Ja, die Spannung steigt. Die Spannung steigt, Leute. Okay, Angel. Ich muss es da rausholen und da reinbuxieren. Mit der Angel wahrscheinlich. Das wird ja keinen Spaß. Ich stopp mal beim Stehen. Ich will mal gucken, ob ich die Kiste. Stopp, bleib mal stehen. Okay, dann nehme ich. Stellen und
Und... fertig. Ach Mist, jetzt muss ich ja wieder nach da ganz hinten hin. Weil ich wieder ein bisschen... aber ich hab's mit den Dings gelöst. Und die 8 Minecarts waren bestimmt zur Beschwerung drin. Egal, egal, egal. Ich will jetzt mal sagen, be careful where you click. Okay, sei vorsichtig, wo du klickst. Ach, das kann mir ja egal sein. Ich habe mich verirrt in einem ganz gemein. Okay, be careful where you click. Gott sei Dank braucht man da mittlerweile einen Button für. Das konnte er ja nicht ahnen, aber man braucht da ja Gott sei Dank einen Button für, deshalb kann ich eigentlich sogar klicken, wo ich möchte. Was mir sehr entgegenkommt. Oh. Das ist dann nicht mehr lustig. Ich möchte mal wieder ein Inventar speichern, weil jetzt ist es nicht mehr lustig. Okay, da komme ich nicht lang. Okay, rüber. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Oder nichts. Okay, da muss ich rüber. Da mag man ja einmal gerne rüberklicken, ne? Oh, was hier? You didn't blow up too bad. Ja, ich glaube, das möchte ich ja gerne nochmal in die Luft jagen, wenn ich hier fertig bin mit. Ich habe irgendwas, was wir noch ablegen können. Ja, ne, die nehmen wir mal mit. Die hat uns sehr weitergeholfen. Die können wir auch mal loswerden. Gut. Das ist einfach nur so ein muss man gemacht haben Ding. Okay, wieder eins. Hier rüber. Okay. Okay, schon durchschaut. Ich will noch wissen, was da hinten ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein netter Brunnen. Eine Kiste. Das war so klar. Gut. Und da will ich noch rein. Ein. Oh, a nice little fan for you here. Ein VV. Ja, ich weiß. Kann ich da durchschieben? Ich kann ihn aber nicht nehmen. Ich will den haben. Oh, ein VV. Naja. Ich glaube, den können wir nicht benutzen, weil der nicht auf uns geeicht ist. Ich konnte den nämlich nicht anklicken und das finde ich schon ein bisschen schade. So, das ist ja immer wieder ein bisschen. Sinnig? Oh, der hat extra hier einen Wauwauweg angebaut. Ist das süß. Aber leider kann man Wauwau. Kann ich den Wauwau nicht benutzen? Ah!
Okay, ich brauche den verdammten Wauwau, aber das Problem, um weiterzukommen, das ist jetzt ehrlich gesagt schlecht. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Es tut mir leid, Leute. Ich brauche wohl den Wauwau, aber wie ihr eben gesehen habt, ich konnte den Wauwau, ich kann ja nochmal zurückgehen. Dazu muss ich bloß die. Muss ich mir hier ein bisschen Platz verschaffen. Oh. Ich konnte mit dem Wauwau aber nichts machen, weil ich kann ja nochmal versuchen, den mit Fleisch zu füttern. Also anscheinend brauche ich ihn jetzt. Was ja eigentlich eine super Idee ist. Super, jetzt hüpft er mich an. Ja, ihr seht, das ist nicht meiner. Soll ich mir jetzt einen Wauwau holen? Ich habe so ein bisschen Angst vor ihm. Es tut mir ja leid, aber das war nicht mein Wauwau. Und ich brauche jetzt anscheinend einen Wauwau. Ich kann mir doch nicht einen aus der Botanik schneiden. Okay, alles, wo jetzt der Wauwau gewirkt. Ja, was soll ich machen? Ich habe keinen Wauwau. Deshalb muss ich jetzt ein bisschen. Nee, es ist jetzt mindestens doch nicht so lang. Okay, normalerweise macht man die Tür auf, indem der Wauwau auf dem Button da sitzt. Man kann ihn ja auf dem Button da hinsetzen. Und dann wäre die Tür jetzt offen. Leider kann ich das nicht machen, weil ich verdammt nochmal kein Wauwau habe. Okay, da könnte ich ihn jetzt reinschicken. Da könnte ich jetzt ihnen sagen,